Das ist ein Charivari, der ist teilweise 150 Jahre alt. Aber ich wünsche mir mal so eine richtig schöne gekerbte Lederhose in einem Pink oder einem Lila oder einem Knatschblau. Servus, hier ist der Tom von Wiesengaudi TV und neben mir steht jetzt ein Mann, der in München sehr bekannt ist. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du denn überhaupt? Ich bin der Jürgen Reiter, ich habe Kare gegründet und Stierblut. Stierblut, da wären wir auch schon beim Stichwort. Kare ist ja sehr bekannt, ist natürlich ein super Möbel-Ausstattungshaus. Ja, man findet ja alles von Möbel bis zu Wohnaccessoires, alles ist da vertreten. Stierblut ist ja dann so das Gegenstück, da finde ich immer das passende Outfit quasi. Sie für die Frau und für den Mann. Bleiben wir mal heute beim Thema Mann. Jetzt haben wir ja beide eine sehr traditionelle Tracht an. Du sehr traditionell, mit sehr wenig Farbe. Ich habe ein bisschen mehr Farbe heute an mir. Sag mal, wie ist das denn bei euch? Gerade das Stierblut, was ist euer Konzept? Und vor allen Dingen, wie hat sich die Tracht entwickelt für dich? Also die Tracht ist natürlich total in geworden. Das ist ein international anerkanntes Label mittlerweile geworden. Und ich finde es toll, wenn Traditionen auch in die Moderne übertragen werden und weiterentwickelt werden. Das war mal bei Kare genauso und das macht auch Sinn und das ist auch gut so. Bei Stierblut habt ihr ja sehr ausgefallene Sachen. Erzähl mal so, weil die traditionelle Tracht, die bekomme ich ja dort gar nicht. Da bekomme ich ja eher so was Flippiges für den extrovertierten Mann. Ja, das ist der Gegenpol. Wenn man das zum Beispiel sieht, das ist ein Charivari, der ist teilweise 150 Jahre alt. Und ich finde das wunderbar, das Nebeneinander von Tradition und Moderne. Man kann die Idee der bayerischen Tracht, kann man die Moderne übertragen und das ist legitim und das ist toll und das ist auch gut so. Sag mal, gerade jetzt, wenn ich mal so zurückdenke, das Oktoberfest ist natürlich ein Wahnsinnsgeschäft, auch in der Modebranche, wieder beim Thema Tracht. Was ist denn so das Accessoire, auf das gar kein Mann verzichten darf, außer jetzt das Charivari? Ja, natürlich die Lederhose. Das geht gar nicht ohne. Ohne geht es eigentlich überhaupt nicht. Und was ist dann so das Ausgefallenste, was du jemals an einer Lederhose gesehen hast? Ja, das habe ich noch nie gesehen, aber ich wünsche mir mal so eine richtig schöne, gekerbte Lederhose in einem Pink oder einem Lila oder einem Knatschblau, so wie deine Jacke. Stell dir mal vor, eine Lederhose gefärbt in Knatschblau. Das wäre doch mal was. Also ihr seht, da sind noch Felder zu bearbeiten. Das geht weiter. Aber eins musst du mir versprechen, wenn ihr die irgendwann bei euch im Laden habt, dann möchte ich so eine mal anziehen. Okay, ist gebraucht. Ist gebraucht. Kurz das nächste Thema, ihr habt ja Stierblut Woman auch, also auch das Elegante und Moderne und Extrovertierte für die Frau. Wie ist es denn da mit der Mode? Wie hat sich die entwickelt, gerade auch wenn man das Thema Tracht in den Fokus nimmt? Also auch die Tracht hat sich halt in die Neuzeit entwickelt. Die Traditionalisten hadern ein bisschen damit, aber ich finde, dass ist der einzige Weg, so eine gute Tradition auch wieder in die Moderne zu bringen. Und ich habe da überhaupt kein Problem damit, auch wenn die Traditionalisten, wie gesagt, nicht meiner Meinung sind. Ganz viele sagen ja, ach Gott, Oktoberfest, das ist ja mehr so eine Karnevalsveranstaltung geworden. Ganz viel Farbe, ganz viel Glitzer, ganz viel Federn. Wie siehst du das denn eigentlich, gerade in der Modebranche? Ich finde das toll, wenn eine alte Tradition in die Moderne übertragen wird, wenn das weitergelebt wird und letztendlich geht es doch darum, dass die Leute Spaß haben, oder? Super, finde ich ganz gut. Deswegen also die besten Dirndls, die besten ausgefallensten Trachten, alle bei Stierblut. Und jetzt noch ein Schlusswort, was ist der Hotspot, den jeder mitnehmen muss? Stierblut darf das jetzt in die Kamera sagen. Der Hotspot ist einfach aufs Oktoberfest zu kommen, egal wo. Da ist Spaß, da ist Fun und das ist toll. Und da muss man einfach dabei sein. Also in diesem Sinne, haut's rein. Ciao. Ciao. Ciao.